Zum Start ein paar einführende Worte aus dem Pressetext. Neben dem freien Spiel überzeugt dieses Mal auch eine spektakuläre und aufwendig inszenierte Story, die in mehr als 20 Missionen erzählt und durch Cutscenes aufgelockert wird. Alle Missionen, egal ob in der Story oder im freien Spiel, sind zudem aufwendig vertont und bieten so ein realistisches und spannendes Spielerlebnis. Ja, nee, das glaube ich euch aufs Wort. Schon bei der Charaktererstellung und dem Dienstantritt im örtlichen Polizeibüro bahnt sich ein technisches Debakel an. Die grafische Gestaltung der Figuren, Räumlichkeiten und Landschaften dümpelt irgendwo zwischen PS2-Optik und einer Counter-Strike-Map umher. Den Vogel schießen die Gespräche mit dem Vorgesetzten ab, die Dialoge wirken wie vom eigenen Hausmeister vertont, die Gesichtsanimationen sind ein Graus. Ah, Sie sind also Frau Schmidt. Genau so ist es. Freut mich sehr. Sie sind 10 Minuten zu spät. Nachdem dem Spieler noch ein stocksteif animierter Kollege zur Seite gestellt wurde, der in den kommenden Spielstunden Tag und Nacht treudoof neben dem Dienstwagen verharren wird, geht er los. Der Alltag als Autobahnpolizist. Ein LKW hat einen Brückenpfeiler gerammt und seine halbe Fracht auf der Autobahn verteilt? Das übernehmen wir und unser stoischer Kollege doch gerne. Mit dem Dienstwagen, Blaulicht und Sirene geht es auf die Autobahn. Blöd nur, dass der normale Verkehr sich einen feuchten Kehricht um die Polizei im Einsatz schert und fast nie Platz macht. Blöd auch, wenn man am Ort des Unfalls angekommen merkt, dass es auf der Gegenfahrbahn passiert ist. Also 3 Kilometer weiterfahren und wir unter Führung die Strecke zurück. Bis wir schließlich am Unfallschauplatz ankommen, sind knapp 10 ereignislose Minuten vergangen. Immerhin gibt es dafür eine Belohnung. Peinliche Dialoge mit dem Kollegen und den Unfallbeteiligten. Außerdem darf man Warnkegel aufstellen, was verbunden ist mit einer köstlichen Animation, die an Kniebeugen erinnert. Oder auf dem Asphalt verteilte Fracht sammeln. Und natürlich die beteiligten Fahrzeuge fotografieren, eine Unfallskizze erstellen sowie die Daten des Verursachers aufnehmen. Sogar zu einer kleinen Action-Einlage samt Quicktime-Event kann es während der Multiple-Choice-Dialoge kommen. Meist sind die roboterhaft mit dem Mund schnappenden Unfallfahrer aber reumütig und geben die eigenen Fehler zu. Wir können aber auch spontan im fließenden Verkehr einen LKW- oder PKW-Fahrer zur Kontrolle bitten. Wenn der oder die Auserwählte aber keine Lust auf einen Polizeicheck hat, wird es lustig. Nach einer hampeligen Verfolgungsjagd kann man den Storch sogar festnehmen und im hauseigenen Polizeikittchen abliefern. Doch zurück zu den Kontrollen. Man vergleicht dann die Daten auf Führerschein und Fahrzeugpapieren mit den realen Gegebenheiten, gleicht Gesichter und Nummernschilder ab. In diesen Situationen macht der Autobahn-Polizeisimulator 2 noch am meisten Laune. Zusätzlich kann man minutenlang die Profiltiefe der Reifen prüfen, die Ladung checken oder den Fahrer einem Alkohol- sowie Drogentest unterziehen. Am Ende heißt es dann, weiterfahren lassen, einbuchten, ein Bußgeld verteilen oder eine Verwarnung aussprechen. Nicht erkannte Verstöße bedeuten Abzüge bei den ohnehin schon zu geringen Punkten, die solche Routinearbeiten einbringen. Weil auch die größeren Einsätze nur 1000 Punkte oder so bringen, zieht sich das Punktefarmen, bis man sich die teuren Upgrades in der Polizeistation leisten kann. Von zusätzlichen Räumen im Keller, die aber keinen spielerischen Mehrwert besitzen, bis hin zur Geschwindigkeit des Dienstautos über das Freischalten eines Zivilfahrzeugs gibt es reichlich Möglichkeiten, die eigene Ausrüstung zu pimpen. Wenn das alles nur nicht so teuer wäre. Freut man sich zu Spielbeginn noch darauf, die hässliche, aber doch irgendwie urig deutsche Spielwelt mit Autobahn und Kleinstadtatmosphäre zu erkunden, stellt sich auch hier bald Ernüchterung ein. Fast jede Landstraße wird nach wenigen Metern mit "Hier geht's nicht weiter" Schildern abgewürgt. Auch innerorts gibt es stets nur 2, 3 Straßen und einen unterirdisch texturierten Supermarkt zu bestaunen. Tanken an einer der Raststätten an der Autobahn? Nicht möglich? Mit Fahrern sprechen, die aufgrund der miesen KI selbstständig regelmäßig Unfälle bauen? Geht nicht? Ein bisschen abseits der Schnellstraße durch die City cruisen? Durchfahrt verboten! Gegenüber der Hauptwache gibt es immerhin einen Donutladen, wo der Verkäufer 3 immer gleiche Floskeln für unseren Freund und Helfer übrig hat. Von Ihren Donuts kann ich nie genug bekommen. Hätten Sie noch einen für mich? Für einen hungrigen Polizisten haben wir immer einen Donut. Das Beste gegen den Hunger. Tatsächlich gelingt es den Entwicklern in Ansätzen, das Autobahnflair realistisch einzufangen. Die typisch gewundenen Auffahrten, das Wenden via Brücke oder Unterführung, die Tankstellen, all das gibt es so nicht in GTA und Co. Wow, nicht schlecht, Herr Specht. Der Dienstwagen lenkt sich zwar etwas schwammig, mit der Steuerung des Fahrzeugs kommt man aber schon klar. Doch beim nicht nachvollziehbaren Crashverhalten samt Chaosfaktor in Prozent, bei den tumpen KI-Piloten, den viel zu langen Fahrten sowie den vielen kleinen und großen Bugs hört der Polizeispaß auf. Auch die Kamera reagiert träge und klippt regelmäßig in Fahrzeuge oder Personen. Über 2 Jahre sind seit der PC-Veröffentlichung des in Dortmund programmierten Spiels vergangen. Die Liste der technischen wie spielerischen Unzulänglichkeiten ist dennoch so lang wie die Staumeldungen im Radio.
Wenn man mit der Leitplanke oder anderen Fahrzeugen kollidiert, schnellt eine Prozentanzeige in die Höhe. Mal addiert ein Crash nur 5% oder 10%. Ein anderes Mal macht eine blöde Kombination aus Leitplanke und LKW sofort die 100% voll und sorgt für den sofortigen Missionsabbruch. Bei jedem Aussteigen aus dem Wagen teleportiert sich der Hüter des Gesetzes um einen Meter. Beim Betreten der Dienststelle schiebt ihn die sich nach außen öffnende Tür aus dem Gebäude hinaus. Ein anderes Mal flippt die Laderampe eines LKWs unser dahinter geparktes Polizeiauto in die Höhe oder wir schanzen nach einem Crash mit dem Gegenverkehr 50 Meter durch die Luft auf eine Viehweide. Naja, immerhin können wir hier sogar durch die Begrenzungswände fahren und uns die Spielwelt von unten ansehen. Ist ja auch etwas wert. Was? Das geht mal gar nicht. Viel zu hoch. Die Wertung ist viel zu niedrig diesmal. So ein Quatsch. Aber was haltet ihr denn von unserer Wertung? Schreibt eure Meinung doch unten in die Kommentare.